Hallo liebe Kinder, herzlich willkommen zurück zum bewegten Adventkalender. Hallo Hopsi, schön, dass du da bist. Dankeschön. Super, sind wir mal gespannt, was heute wieder drinnen ist. Ein Luftballon. Sehr schön. Es gibt so viele Übungen mit einem Luftballon, was man machen kann. Mir fallen da aber ein paar ein. Und die werden wir jetzt gemeinsam probieren. Sehr gut. Und zwar, ihr nehmt euch euren Luftballon. Wenn ihr keinen Luftballon habt, ihr könnt auch einen Ball nehmen. Ganz egal. Ihr legt euch auf den Rücken. Dann versuchen wir, den Luftballon immer in die Höhe zu werfen. Das geht ja noch. Aber jetzt wird es schwieriger. Gleichzeitig fahren wir Rad mit den Beinen und dann werfen wir unseren Ball oder Luftballon in die Höhe. Genau. Super. Als nächstes gehen wir mit den Beinen, machen wir große Räder und geben den Ball zwischen unseren Beinen immer durch. Super. Genau. Sehr gut. Und jetzt schalten wir noch zu unserem Sportfreund Matthias. Der zeigt uns auch noch, was wir alles mit einem Luftballon ausprobieren können. Viel Spaß! Hallo, die Pauline und ich, wir suchen uns auf Gegenstände in der Wohnung, wie beispielsweise diesen Sessel. Und dann spielen wir den Luftballon darüber hin und her. Das wollen wir euch heute zeigen. Bist du bereit, Pauli? Ja. Super, perfekt. Achtung und los. Sehr gut. Und zurück. Super. Sehr gut. Boah, das war fest. Super. Viel Spaß zu Hause beim Mitmachen. Ciao. Schön, ich hoffe, es hat Spaß gemacht, die Übungen mit Matthias. Und jetzt malen wir noch unser Bild aus.